Hallo Welt und hallo YouTube. Dieser Aufbau hier vor mir, das ist nach wie vor das Innenleben eines Elektroverteilers, um den es ja in dieser gesamten Videoreihe schon geht. Und in vorangegangenen Videos, da hatte ich euch eben schon das eine oder andere gesagt, beziehungsweise eben auch Eindrücke mit euch geteilt zum mechanischen Aufbau dieses Verteilers, zu den Leitungskanälen, die sich hier eben befinden und wie ich mir vorstelle, die Leitungen hier innerhalb des Verteilers zu führen. Die sind nämlich ein bisschen exotischer, aber wie ich finde, eben eine saubere Lösung. Und darüber hinaus hatten wir uns auch unterhalten über die Reihenklemme. Diese oberste Reihe hier beherbergt eben diese Reihenklemmen für die abgehenden bzw. ankommenden Leitungen. An der Stelle möchte ich tatsächlich auch fortsetzen. Das heißt, wenn ihr den Einstiegspunkt für diese Reihe verpasst habt, interessiert seid, wie es bis hierhin zustande gekommen ist, dann verlinke ich euch die Playlist einfach mal hier oben. Und ansonsten machen wir jetzt hier weiter an dieser Stelle mit der Bestückung. Das heißt, bisher hat sich hier noch nichts verändert. Ich hoffe nach wie vor, dass hier nochmal ein paar andere Versionen von Reihenklemmen eintreffen werden. Die sind angeblich auch unterwegs. Mal sehen, ob sie noch rechtzeitig ankommen. Denn ich möchte die Einspeisung hier ein bisschen kompakter noch machen. Mir fehlen nach wie vor diese Steckbrücken hier, um die einzelnen NL1, L2, L3 Blöcke untereinander zu brücken. Das heißt, die sind hier jetzt erstmal nur angeordnet, um den Platz schon mal so ein bisschen symbolhaft einzunehmen. Das wird aber wahrscheinlich auf eine andere Lösung hinauslaufen, sofern die Zeit eben reicht, dass die Teile eintreffen. Und ansonsten soll es in diesem Video aber um die Bestückung gehen, um den Einbau all dieser reinen Einbaugeräte hier im oberen Bereich, um die Platzierung innerhalb des Schaltschranks. Ich möchte ein paar Worte zu der Auswahl der Komponenten sagen, warum ich mich für diese entschieden habe, beziehungsweise eben auch, was die spätere Intention ist. Falls ihr das Ganze nicht ohnehin schon getan habt, dann dürft ihr an dieser Stelle auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr unterstützt ihr so ein Stück weit meinen Kanal, beziehungsweise gebt auch mir das Signal, dass auch das für euch interessant ist. Ich habe hier eine Menge Spaß. Ich hatte das an anderer Stelle schon gesagt, für mich ist das so ein bisschen wie Lego für Erwachsene. Es gibt hier eben so ein modulares System, die Komponenten sind größtenteils miteinander kompatibel. Es gibt Handbücher bzw. Datenblätter, Vorgaben, VDE-Richtlinien zu beachten. Man muss sich eben an bestimmte Regeln halten, kann das aber ansonsten eben kreativ und frei miteinander verbinden und so Lösungen schaffen. Insofern finde ich das einfach toll, das macht Spaß. Und ich glaube auch für den einen oder anderen dürfte das so ein bisschen Nerd-Porno sein, wenn er hier seine Reihen-Einbaugeräte sieht und eben ganze Reihen bestückt sieht. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann geht es jetzt eben mit den Bestücken des Verteilers weiter. Ich hatte das an anderer Stelle für die oberste Reihe ja auch schon erledigt, und zwar diesen Leitungskanal auszubauen. Das hole ich jetzt für alle anderen Reihen eben auch nach. Also zwischen diesen Reihen gibt es immer diese Kanäle. Die baue ich an der Stelle nochmal aus. Die lassen sich hier relativ einfach ein- und ausklipsen. Die werden hier eben von diesen Trägern gehalten. Und Hintergrund ist einfach, dass ich hier jetzt bequemen Zugang zu den Hutschienen möchte. Sobald die Geräte eben bestückt sind, wir das alles ordentlich angeordnet haben, werden wir dann auch nochmal die Leitungskanäle wieder einhängen. Denn für die Verdrahtung später brauchen wir sie. Aber aktuell stören sie eben mehr und bieten keinen echten Mehrwert. Da räumen wir die jetzt hier mal zur Seite und haben jetzt eben ungehindert Zugang zu diesen einzelnen Reihen in den beiden Feldern. Und jetzt soll es eben darum gehen, all diese Einbaugeräte hier zu platzieren. Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich ein paar Worte zu den Reihen-Einbaugeräten bzw. zu den Stromkreisen hier im Verteiler bzw. im Haus. Und zwar sind die hier größtenteils vorgegeben, auch von der alten Teilung her schon. Also da werde ich mich ein Stück weit auch orientieren. Denn die Leitungen, die hier wegführen, die an die Reihenklemmen hier angeschlossen werden, die sind eben schon fix. Da kann ich nichts dran verändern ohne größere bauliche Maßnahmen. Und insofern muss ich mich dann ein Stück weit orientieren. Es gab einzelne Leitungen bzw. es gab einzelne Automaten, an denen hingen mehrere Leitungen. Da wurde eben direkt in der Verteilung schon der Stromkreis aufgeteilt in mehrere Leitungen. Das wurde parallel geschalten. Die könnte man grundsätzlich natürlich jetzt in eigene Stromkreise packen. Aber im Wesentlichen war das schon sinnvoll so gruppiert. Schön wäre es natürlich, wenn man Licht und Strom zum Beispiel trennen könnte voneinander. Im Neubau macht man das ja typischerweise so. Hier an der Stelle geht es leider nicht mehr. Und insofern kann ich da eben auch nur das machen, was hier technisch möglich ist. Ja, und das größte Manko der bisherigen Elektroinstallation, das hatte ich an anderer Stelle ja auch schon erwähnt, war, dass es nur einen RCD gab. Das heißt, es gab nur einen Fehlerstromschutzschalter für alle Stromkreise. Da hingen dann auch die Außensteckdose, die CE-Steckdose, der Elektroherd. All diese Dinge wurden eben über einen RCD geführt. Und das hat natürlich den Nachteil, dass ein defektes Gerät im Haus bereits ausreicht, um hier das gesamte Haus dunkel zu machen. Ist im Laufe der Jahre auch hin und wieder mal passiert. Natürlich dann unschön, da muss man den Keller wieder einsichern und so weiter. Und das ist deutlich angenehmer, wenn das natürlich dann nur einen Teil der elektrischen Anlage außer Betrieb nimmt. Das ist mittlerweile ja auch Stand der Technik und ja, Vorgabe 2 und mehr RCDs und so weiter. Schon Mitte der 90er Jahre, da war das eben, wenn man jetzt keinen besonderen Wert auf die Elektroinstallation gelegt hat, war das eben nicht unüblich, nur einen RCD zu verbauen, so wie das eben hier auch geschehen ist.
Und insofern wollte ich jetzt an dieser Stelle eben das besser machen und habe mir da was anderes für überlegt. Genau diesen Aspekt möchte ich in der neuen Elektroverteilung eben besser umsetzen, deutlich besser, so wie ich finde, denn ich habe mich an der Stelle dazu entschlossen, sogenannte FILS-Automaten einzusetzen. Die sind auch bekannt als RCBOs. Ich habe mich jetzt an der Stelle für Produkte der Firma Siemens entschieden. Das ist an der Stelle auch nur wichtig zu erwähnen, denn das ist, soweit ich weiß, der einzige Hersteller, der es schafft, diese Kombination aus LS und RCD in nur einer Teilungseinheit unterzubringen. Das heißt, man kann damit, wenn man jetzt 12 Stück hat, natürlich auch einiges an Platz sparen im Vergleich zu den Produkten anderer Hersteller, die dann 2 und mehr Teilungseinheiten brauchen. Gerade für den Nachrüstbereich ist das auch interessant, denn dort hat man ja meistens nicht einfach doppelt so viel Platz, beziehungsweise eben nicht eine komplette weitere Hutschiene, um jetzt hier doppelt so viele Automaten oder doppelt so viel Platz eben in Anspruch zu nehmen durch die Automaten. Die sind, und das sollte man auch beachten oder sich dessen bewusst sein, das ist jetzt kein 1:1 Ersatz, das muss ein bisschen anders verkabelt werden. Hier muss der Neutralleiter mit drüber geführt werden. Aber alles in allem ist das eben eine gute, saubere Lösung, um platzsparend eben diese Kombination aus FI und LS hinzubekommen. Und das wiederum bietet einfach den Vorteil, diese Kombination aus FI und LS, dass man hier maximale Ausfallsicherheit hat. Im Fehlerfall in einem Stromkreis wird eben nur genau dieser Stromkreis geschalten. Dann fliegt halt dieser Automat oder der fällt halt die Sicherung aus, wie man im Volksmund sagt. Alles andere kann aber weiter betrieben werden. Die anderen Stromkreise kriegen davon nichts mit. Und das steht doch stark im Kontrast zu der sonst üblichen Installation, wo man eben einen FI hat und dann 6 und mehr, bis zu 12, 14, 18, keine Ahnung, wie viele Automaten da teilweise verbaut werden hinter einem FI. Und die sind natürlich dann alle spannungsfrei, wenn da in irgendeinem der Stromkreise ein Fehler auftritt. Insofern bietet das deutlich mehr Komfort, hat halt den Nachteil, dass es ein bisschen mehr kostet, dass es ein bisschen mehr Verdrahtungsaufwand gibt. Dem entgegen steht einfach der Komfortgewinn oder die Ausfallsicherheit, wie man dazu eben auch sagt, dass eben ganz gezielt nur der eine Stromkreis dann vom Netz genommen wird. Diese Automaten gibt es eben wie so vieles in der Elektrotechnik in verschiedenen Konfigurationen. Ich habe mich jetzt hier in der Version für einen B16-Leitungsschutzschalter entschieden. Das ist eben der klassische Leitungsschutzschalter, so wie man in haushaltsüblichen Stromkreisen eben verbaut, in Verbindung mit einem 30 mA RCD. Das ist eben normativ vorgegeben, dass er bei 30 mA Fehlerstrom bzw. spätestens bei 30 mA Fehlerstrom abschaltet. Das Besondere hier an der Stelle, das hat es auch wieder ein bisschen teurer gemacht, ist der Umstand, dass ich mich für einen Typ F RCD entschieden habe. Ich habe hier den eben mehrfach. Ich habe hier alle FILS-Automaten in der Ausführung Typ F. Die sind zum einen nochmal kurzzeitverzögert, sodass höhere Einschaltströme nicht sofort auslösen. Zum anderen aber bieten die eben auch die zusätzliche Sicherheit, dass sie auch Fehlerströme anderer Art erkennen, nämlich Frequenz oder Fehlerströme, die typischerweise entstehen, wenn man Geräte mit Frequenzumrichtern einsetzt. Das sind typischerweise neuerdings eben Waschmaschinen, Thermomixe und andere Geräte. Dort wird eben die Frequenz nochmal umgewandelt, um irgendwie einen Motor mit verschiedenen Geschwindigkeiten anfahren zu können. Und diese Fehlerströme, die dort entstehen, können von einem klassischen RCD Typ A, wie man ihn normalerweise verbaut, eben nicht erkannt werden oder nicht gut genug erkannt werden. Das kann zum Teil sogar so weit führen, dass die RCDs geblockiert werden durch eine Magnetisierung. Das heißt, wenn ich ein fehlerhaftes Gerät betreibe, wenn das irgendwie nicht der Spezifikation entspricht oder wenn ich eine Reihe solcher Geräte in verschiedenen Stromkreisen betreibe, könnte es passieren, dass ein RCD des Typs A blockiert, magnetisiert wird und dann eben Fehlerströme, für die er eigentlich spezifiziert ist, nicht mehr erkennt, nicht mehr die Stromverbindung unterbricht und insofern eine Gefahr darstellt. Dementsprechend, ja, der Trend geht hin zu Typ F, beziehungsweise eigentlich zu Typ B, da sind die Allstromsensitiven, die sind nochmal eine Nummer besser, die erkennen eben auch gleich Stromfehler, aber die sind auch nochmal ein ganzes Stück teurer. Gibt es in dieser Ausführung auch nicht, die gibt es dann nur nochmal in der größeren Variante, nicht in dieser 1TE-Variante, soweit ich weiß. Und wie gesagt, zwischen Typ A und Typ F ist der Preisunterschied nicht mehr ganz so hoch. Ich habe jetzt hier 45 Euro für einen solchen Automaten gezahlt und bei Typ B, da geht es dann, zumindest bei den Dreipoligen, da geht es dann auch Richtung 500 Euro. Also das ist schon nochmal ein ganz ordentlicher Aufpreis. Das setzt man normalerweise eben nur für einzelne Stromkreise gezielt ein, wenn es notwendig ist, wenn es irgendwie ein Großverbraucher ist, der ein RCD braucht, eine Wärmepumpe zum Beispiel. Dann ist man ganz schnell beim Typ B. Das sind dann eben diese Preise zu bezahlen für die einzelnen Stromkreise. Das kann man sich aber für alle 12 Stromkreise hier, die ich verbauen möchte, nicht leisten. Diese FILS-Automaten, die möchte ich für die normalen Stromkreise benutzen, normal in Anführungszeichen natürlich, also für die einfachen Wechselstromkreise möchte ich diese Automaten verwenden. Die
werden eben in der bisherigen Installation waren das LS-Automaten, die werden eben zumindest mal in der neuen Verteilung natürlich anders verdrahtet und so weiter, aber die werden jetzt prinzipiell mal die LS-Automaten ersetzen. Darüber werden sich sogenannte Wechselstromzähler befinden, die gab es ja auch schon in der alten Verteilung. Und da ist einfach die Idee, dass der Strom, der einen Stromkreis versorgt oder der in dem Stromkreis fließt eben, die Energie, die möchte ich an der Stelle zählen. Diese Wechselstromzähler haben hier auch nochmal zwei Kontakte, zwei Klemmen und senden eben immer einen Impuls aus, wenn ein 2000stel einer Kilowattstunde verbraucht worden sind. Und damit kann ich eben dann auch Thema Smart Home so ein bisschen zuordnen, wo wurde welcher Strom verbraucht. Das ist dann für eine spätere Ausbaustufe. Da muss ich dann auch die Möglichkeit schaffen, 12 Automaten auszuwerten. Aber das war eben davor auch schon verbaut und das möchte ich jetzt auch in der neuen Elektroverteilung wieder übernehmen und auch dort entsprechend verbauen. Und darüber hinaus gibt es in dem Haus eben noch zwei Drehstromkreise. Zum einen eine CE-Steckdose in der Garage und zum anderen eben den Elektroherd. Streng genommen auch irgendwie Wechselstrom, aber dort führen eben drei Außenleiter hin. Und das Ganze ist fünfadrig verkabelt und so weiter. Und dafür habe ich, da war ich dann doch ein bisschen zu geizig. Da habe ich jetzt einzelne LS-Kombinationen mit einem dazugehörigen FI jeweils gekauft. Das heißt, hier ist FI und LS getrennt. Für beide Stromkreise jeweils. Das heißt, die Kombination habe ich jetzt zweimal. Das hat den einen Hintergrund. Zum einen, dass das deutlich günstiger war. Also da war auch der Unterschied hier in dieser Kombination. Das hat, glaube ich, 40, 50 Euro gekostet. In der anderen Version war es dann bei 250 und mehr Euro. Das heißt, da hat man dann auch einen Aufpreis von fast 200 Euro pro Stromkreis. Insgesamt 400 Euro waren mir ein bisschen zu teuer. Hat aber auch zusätzlich den Vorteil, und so kann man sich das schönreden, ich kann jetzt hier unabhängig voneinander FI und LS tauschen. Und das hat den Hintergrund, dass die CE-Steckdose aktuell in der Garage, die wird da im Prinzip gar nicht genutzt. Wir haben hier keine großen Drehstromgeräte. Aber mit Hinblick auf Elektromobilität kann es ja notwendig werden, dass man das umrüstet zu einer Wallbox oder da irgendwie eine Wallbox mit dran klemmt. Und dann kann es ja notwendig werden, dass man vielleicht einen bestimmten Typ von RCD braucht, je nachdem, ob der halt in der Wallbox schon integriert ist oder auch nicht. Und dann ist das vielleicht auch ganz praktisch, wenn man nicht das ganze teure FI-LS-Gerät wegschmeißen muss, sondern nur den einen RCD oder nur den LS tauscht. Und insofern bleibt man da flexibel, auch bei der Elektro, auch beim Elektroherd. Also das war bisher mit B16 abgesichert. Den will ich jetzt mit B20, glaube ich, absichern. Denn dort, also normgerecht, muss man die ja jetzt mittlerweile mit 20 Ampere absichern. Der Querschnitt gibt das her. Insofern bessern wir auch an der Stelle ein bisschen nach. Und ich glaube, den vierpoligen FILS mit 20 Ampere, den gab es gar nicht. Oder der war noch mal teurer. Jedenfalls ist auch dieser Stromkreis nochmal aufgeteilt, eben in jeweils den FILS-Schalter. Und dahinter liegend wird sich auch hier ein Zähler befinden. Auch der war schon in der alten Elektroverteilung. Das ist aber jetzt ein Drehstromzähler. Das heißt, den muss man vierpolig anschließen entsprechend. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Kontakte für diese Impulse also anzuschließen und die auszuwerten. Dieser Zähler gibt pro, das ist eine interessante Sache, wo steht das denn überhaupt, wie viele Impulse hier? Der gibt 2000 Impulse, also genauso wie die anderen, 2000 Impulse pro Kilowattstunde aus. Das ist schon eine ganz gute Auflösung und auch das kann hilfreich sein, eben um den Strom zu zählen, zum Beispiel den der Elektroherd gerade verbraucht. Und dann kann man da eben auch entsprechende Auswertungen machen, vielleicht sich eine Benachrichtigung zukommen lassen, wenn man das Haus verlässt, aber der Elektroherd ist noch an und all diese Dinge. Damit kann man so ein bisschen Smartness reinbringen in ein Haus, das ja ansonsten hier nicht weiter irgendwie als Smart Home bezeichnet werden kann, beziehungsweise das eben nicht als Smart Home im klassischen Sinne mit dedizierter Verkabelung ausgeführt ist. So, und damit genug geschnackelt. Ich möchte jetzt selber endlich den Verteiler bestücken. Man muss sich natürlich noch grundsätzlich überlegen, von der Anordnung her, wo das sinnvoll ist, beziehungsweise wie sich das am sinnvollsten verdrahten lässt. Auch für den Anwender nachher ist natürlich wichtig, dass da irgendwo ein System, eine Zuordnbarkeit sich ergibt. Das heißt, wenn man gerade hier in Verbindung mit den Zählern, mit den Wechselstromzählern, ist es natürlich, bietet es sich an, die entweder jeweils übereinander zu platzieren oder nebeneinander. Jedenfalls wäre es wenig sinnvoll, das irgendwie so zu machen und den nächsten wieder ganz woanders hinzusetzen. Dann kommt man da nicht so richtig mit und weiß am Ende gar nicht, welcher Automat was schaltet, welcher Wechselstromzähler welchen Stromkreis zählt. Wir werden das natürlich auch alles ordnungsgemäß beschriften später. Nichtsdestotrotz kann man eben hier sich sehr viel Aufwand sparen oder sehr viel Aufwand erzeugen, allein schon was die Verkabelung angeht, indem man die Geräte eben sinnvoll platziert. Ich an dieser Stelle habe mir das jetzt so überlegt, und zwar möchte ich hier an dieser Stelle diese 12 FILS-Automaten installieren, über eine Phasenschiene verbunden, das zeige ich euch später noch. Die
jeweils zugehörig zu einem L-Automaten. Darüber befindet sich der Wechselstromzähler für diesen Stromkreis. Das heißt, man kann das hier ganz gut zuordnen. Diese zwei Hutschienen werden wir verwenden für die Drehstromkreise. Das heißt, einmal Elektroherd, einmal die CE-Steckdose in der Garage, jeweils mit einem RCD, mit einem LS und dem Drehstromzähler. Da bleiben dann irgendwie zwei, drei Teilungseinheiten noch frei. Aber insgesamt brauchen wir fast die vollständige Schiene jeweils. Das passt leider nicht auf, gemeinsam auf eine, sondern das muss man wirklich auf zwei Hutschienen hier separieren. Hier oben werden sich noch ein paar sonstige Geräte befinden. Irgendwelche Stromstoßschalter, Zeitschaltuhren, Klingeltrafos haben wir, glaube ich. Also das sind Dinge, die sich hier befinden werden. Die wird jetzt erstmal frei bleiben. Diese vier Schienen, die wird der Elektriker brauchen für seine Photovoltaikanlage. Er sagte mir eben, er braucht vier Hutschienen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie er das anordnet, was er da braucht, aber seine vier Hutschienen soll er hier haben. Und hier der untere Bereich, der wäre dann nochmal zu verwenden, vielleicht für Erweiterungen, wenn man hier mal weitere Stromkreise einsetzen möchte, neben den 12 bereits existierenden, dann könnte man hier jetzt quasi analog zu der Seite da drüben weitermachen und auch hier nochmal bis zu 12 weitere Automaten einsetzen. Wird jetzt am Anfang erstmal nicht notwendig werden. Ich werde jetzt versuchen, mich auf diese 12 zu beschränken. Aber es ist immer gut zu wissen, dass man hier diese Erweiterungsmöglichkeit hat. Genauso wie hier oben ich eine weitere Erweiterungsmöglichkeit habe. Aber man sieht schon, insgesamt der Schrank ist trotzdem, und obwohl er eben vergrößert worden ist, bereits gut bestückt. Und da ist quasi alles schon, ist überall irgendetwas zugeordnet, jeder Hutschiene hier. So, und damit kann es jetzt endlich losgehen. Jetzt kann es mit dem Losklackern anfangen. Also wir klackern jetzt hier tatsächlich die Automaten auf die Hutschienen und die Stromzähler jeweils. Die werden ja hier wirklich einfach eingeklickt. Die sind noch niegelnagelneu hier aus der Verpackung herausgeholt, waren noch nicht im Einsatz und klicken dementsprechend schön rein. Das Ganze machen wir 12 Mal. Und wenn das alles so schnell gehen würde bei der Elektroinstallation, dann wäre das Leben natürlich schön. Also das ist jetzt der Teil, der Spaß macht. Da klickt es ein paar Mal und man sieht, dass man was geschafft hat. Hier dann die dazugehörigen Drehstromzähler. Die wiederum sind aus der alten Elektroverteilung. Und dementsprechend, ja gut, die sind sowieso, glaube ich, wirken jetzt nicht ganz so hochwertig, ehrlich gesagt, wie die Produkte hier von Siemens. Das sind jetzt hier BG E-Tech. Die sind günstig, ist auch ein großer Hersteller, kann man nicht schlechtes jetzt sagen. Aber die Gehäuse, das ist halt hier gerade dieser Mechanismus hinten. Da ist jetzt nicht mal eine Feder irgendwie metallisch oder sonst was, sondern das wird hier mit so Kunststoff gemacht. Kann natürlich leicht kaputt gehen und das ist jetzt beim Einsetzen ein bisschen schwieriger. Mit dem Werkzeug hier geht es ganz gut. Das ist ja das Werkzeug von Phoenix Contact von den Reinklemmen. Insgesamt klappt das schon ganz gut. Muss man halt ein bisschen mehr Zeit sich nehmen, bevor man da irgendwelche Kunststoffteile abbricht. Aber auch davon sollte ich eben 12 Stück haben. Und ein bisschen Gefühl hat man die eigentlich auch gut draufklicken können. Wie gesagt, ich will an der Stelle aber jetzt auch nichts beschädigen. Und dann mache ich das halt immer so ein Stück weit auf, setze den Automaten ein. Das ist ja auch gleich geschafft. Und dann haben wir hier jetzt eben bereits 2 Reihen. 24 Teilungseinheiten sind bereits bestückt. Da haben wir doch schon ein bisschen was geschafft. Jetzt müssen wir auch gleich mal gucken, ob dieser Leitungskanal hier noch seinen Platz findet. Ich will es nämlich hoffen. Das wäre jetzt schlecht, wenn der da überhaupt nicht platziert werden kann. Doch, aber der findet hier jetzt eben genau Platz zwischen all diesen Automaten. Und jetzt kann man hier eben die Kabel durchführen. Hier in dem Fall, das wird ja von der Verkabelung so werden, dass man hier von dem Einspeiseblock einmal nach unten fährt, mit einer Phasenschiene arbeitet und dann hier nach oben durchverbindet. Da der Wechselstromzähler auch den N braucht, kann man den hier irgendwie einführen. Von dort glaube ich auch wieder weiterbrücken, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Muss ich gleich mal auf die Schaltskizze schauen. Und von dort geht es dann in den nächsten Leitungskanal, dann eben nach oben zu dem eigentlichen Stromkreis. Hier kann man dann entsprechend ausschalten. Dann geht auch der Wechselstromzähler dazu aus. Und der Wechselstromzähler zeigt halt immer den Stromverbrauch und die aktuelle Leistung tatsächlich eines jeden Stromkreises hier so entsprechend an. Damit wäre Punkt 1 also schon erledigt. Das waren jetzt hier die Wechselstromkreise. Hier wollte ich jetzt den Elektroherd installieren. Da muss ich kurz tatsächlich nochmal auspacken. Das habe ich noch nicht gemacht. Also da habe ich, wie gesagt, eine FILS-Kombination. Das ist eben der 40 Ampere, 30 mA Bemessungsstromdifferenz Fehlerstromschutzschalter. Da habe ich auch zweimal den gleichen. Den setze ich entsprechend hier ein. Der sollte sich eigentlich auch
einfach einsetzen lassen. Genau, damit kann man ihn wieder entriegeln. Dann ist hier ein C20-Automat und ein B20-Automat. Für den Herd, da wollte ich den B20 verwenden. Für die Wechselstromsteckdose den C20. Da hat man es ja, wenn man mit Wechselstrom, mit Drehstrom arbeitet, hat man es hin und wieder auch mal mit höheren Anlaufströmen, mit Motoren oder so zu tun. Da kann auch der C-Automat gut herhalten. Und ansonsten haben wir hier eben einen weiteren FI, genau den gleichen. Und hier dann entsprechend den 20 Ampere C20 LS-Automaten. Jetzt sind die schon mal platziert. Das ist jeweils 0. Und dann haben wir noch den Drehstromzähler, jeweils 2 Stück. Da muss ich jetzt mal gucken. Auch die sind aus der existierenden alten Verteilung, haben die entsprechend schon Zählerstände verbucht. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, welcher hier was ist. Das hier möchte ich, habe ich gesagt, zum Elektroherd machen. Der Elektroherd, der wurde natürlich auch schon fleißig benutzt in der Vergangenheit, hat dementsprechend schon einen Zählerstand. Der andere ist noch relativ jungfräulich, da haben wir nichts, glaube ich, angestoßen in den letzten Jahren. Insofern ist das eher mal für die Zukunft vorgesehen. Ist jetzt soweit auch installiert. Eine Teilungseinheit ist hier jeweils noch frei. Das liegt einfach daran, dass der LS-Automat nur 3-polig schaltet, auch nur 3 Teilungseinheiten braucht. Die anderen beiden Geräte eben jeweils 4 Teilungseinheiten. Gut, aber hier diesen Platz kann man jetzt auch nicht mehr sinnvoll nutzen, denn das würde ja von der Zugehörigkeit gar nicht zusammenpassen. Und ja, eine Teilungseinheit findet auch irgendwo anders sicherlich noch Platz. Damit also zum nächsten, zum dritten Schritt. Und das waren so, war so sonstiges Zubehör. Da habe ich jetzt auch Firma Siemens, denn ich möchte hier irgendwie im System bleiben. Mir gefällt das ganz gut, wenn die Automaten eben alle hier denselben Aufdruck haben. Da bin ich irgendwie so ein bisschen autistisch auch veranlagt. Und dementsprechend, nachdem das andere so billige COP-Schaltrelays waren, wollte ich hier jetzt eben auch ein bisschen Markenware einsetzen und habe mich hier eben für Stromstoßschalter von Siemens entschieden. Die sind jetzt eben dafür gedacht, wir haben hier 2 Stromkreise, in denen sich Taster befinden, um das Licht einzuschalten. Und das sind dann die entsprechenden Schaltrelays dazu. Die müssen eben auch mit den Reinklemmen dann entsprechend angeschlossen werden. Da gibt es eben einen Draht, eine Ader, die eben den Schaltvorgang auslöst und die andere, die dann nach oben hin den Strom abliefert. Die sonstigen Geräte, hatte ich ja gesagt, möchte ich auf dieser Hutschiene anbringen. Neben den 2 Stromstoßschaltern wird sich hier auch noch befinden ein Klingeltrafo sowie eine Zeitschaltuhr für das Außenlicht. Beides ist bestellt, ist allerdings noch nicht eingetroffen. Gegebenenfalls muss ich das später während der Umbaumaßnahme aus der alten Verteilung herausnehmen, denn ich wollte das eigentlich auch mal neu machen, aber wie gesagt, ist noch nicht eingetroffen. Kann ich jetzt aktuell auch nicht aus der alten ausbauen, da wird es noch gebraucht, sonst ist da erstmal keine Funktion gegeben. Kann ich dann höchstens oder frühestens im Zuge des Umbaus machen oder wenn es eben jetzt noch rechtzeitig eintrifft, auch davor schon mal vorbereiten. Werden wir sehen, aktuell, wie gesagt, Lieferschwierigkeiten eigentlich durch die ganze Branche weg. Damit wären also die reinen Bestückungsarbeiten an dem Verteiler abgeschlossen, zumindest insoweit, als dass mir die Teile zum aktuellen Zeitpunkt vorliegen. Hier hatte ich ja gesagt, fehlt noch ein bisschen was, das werde ich eben entsprechend nachliefern, beziehungsweise ich hoffe einfach, dass die noch rechtzeitig eintreffen. Ansonsten übernehme ich das aus dem alten Verteiler. Man konnte ja sehen, diese reinen Einbaugeräte, die werden hier in Sekundenbruchteilen auf die Hutschiene geklipst. Also das geht hier sehr schnell von der Hand. Die eigentliche Kunst, und das macht eben dann den Elektriker, die Elektrofachkraft aus, ist einfach die richtige Auswahl der Komponenten. Die müssen einfach zueinander stimmen. Da geht es eben um Ströme, die fließen, um Vorsicherungen, um Anforderungen an Leitungsschutz, an Personenschutz. Und das ist eben das, was einen Elektriker am Ende des Tages ausmacht. Und insofern soll das jetzt keine Einladung sein, hier das nachzubasteln. Man sollte schon wissen, was man tut. Ich wollte hier eben so ein paar Eindrücke mit euch teilen, wie so ein Elektroverteiler aufgebaut ist, beziehungsweise aufgebaut wird. Wir sind ja hier noch mittendrin. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass ihr den Kanal abonniert, um auch die weiteren Videos hier mit mir verfolgen zu können. Das heißt, im nächsten Video soll es vor allem dann um die Verdrahtung gehen zwischen den einzelnen Komponenten. Die hängen jetzt hier nur in der Luft. Die müssen natürlich noch miteinander verbunden werden. Das möchte ich im nächsten Video in Angriff nehmen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diesem Video hier einen Like gebt, wenn ihr die Kommentarfunktion nutzt, um mal zu kommentieren, was ihr von dieser Aufteilung haltet, wie ihr das vielleicht anordnen würdet und was eure Erfahrungen vor allem mit den FILS-Automaten hier sind, gerade Firma Siemens, aber gerne auch andere. Ich finde das eine tolle Sache. Wie gesagt, ein bisschen Aufpreis ist dabei, aber im Großen und Ganzen ist hier der Komfortgewinn schon echt groß, wie ich finde. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie da eure Erfahrungen sind. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, bis dann. Ciao!